Viele Schweden sind frustriert über das Gesundheitssystem im Land. Eine der Hauptsäulen ihres geschätzten Sozialstaats. Zwar haben die Schweden die fünfthöchste Lebenserwartung in Europa, doch die langen Wartezeiten machen ihnen zu schaffen. Vor allem das Gefälle zwischen der Stadt und ländlichen Regionen. Priorität haben Kinder und die, die eine Notfallbehandlung brauchen. Patienten, die nur zu einer normalen Untersuchung wollen, müssen eine Weile warten. Das kann 4 bis 5 Jahre dauern. Es fehlen Krankenschwestern, das ist der offensichtlichste limitierende Faktor. Außerdem haben wir einen klaren Mangel an verfügbaren Ärzten. In unserem Krankenhaus noch nicht in so hohem Maße, dafür in vielen Regionen des Landes. Die Schweden, die im Schnitt mehr als die Hälfte ihres Einkommens an Steuern zahlen, sehen den Zugang zur Gesundheitsversorgung als das wichtigste Thema bei den Parlamentswahlen am 9. September an. Auch die regierenden Sozialdemokraten sind bemüht, in diesem Bereich wieder Boden gut zu machen. Doch nicht nur die Gesundheitspolitik sorgt für Unmut. Mit zunehmenden Einkommensunterschieden und der Einwanderungspolitik sind viele Schweden unzufrieden. Davon könnten die rechtsextremen Schwedendemokraten profitieren, die laut Umfragen sogar zweitstärkste Kraft hinter den regierenden Sozialdemokraten werden könnten.